Querdenker haben ja ein besonderes Verhältnis zu Grundrechten. Sie möchten sie haben, sie sind ihnen abhanden gekommen, aber sie haben eine ganz besondere eigene Auslegung davon. Und ganz besonders gilt das für die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit, in Artikel 5 Grundgesetz geschützt, soll am besten eigentlich nur für die eigene Meinung gelten. Und Meinungsfreiheit soll am besten jeglichen Widerspruch davon auch verbieten. Widerspruch von der eigenen Meinung. Das ist nicht so ganz das Konzept, wie das Grundgesetz und die daraus entstandenen Gesetze vorsehen. Und so tun sich Querdenker manchmal schwer, damit umzugehen, wenn Menschen sie kritisieren, zum Beispiel in sozialen Medien, auch wenn sie selbst sehr gut austeilen können. So hat also ein User auf YouTube mit dem Pseudonym Schlauchboot-Fan sich über Bodo Schiffmann geäußert, einige seiner Äußerungen genauer betrachtet und analysiert und eigene Werturteile dazu abgegeben. Irgendwann wurde es Herrn Schiffmann zu viel und er hat dann auf seinem Telegram-Kanal seine User aufgefordert, herauszufinden, wer steht hinter Schlauchboot-Fan, findet die Adresse heraus, und er hat dann diese Adresse, nachdem sie ihm mitgeteilt wurde, auch öffentlich mitgeteilt und dabei erklärt, dass Schlauchboot-Fan jetzt zum Gejagten werde, vom Jäger zum Gejagten. Seine Anhänger sind dem auch nachgekommen und haben dann den Arbeitgeber kontaktiert. Und das ist für manche Leute durchaus beängstigend. Das ist ja auch gerade der Sinn von solchen Doxing- oder Shitstorm-Aktionen, dass am besten sich die Antipathie nicht nur auf die sozialen Medien beschränkt, sondern sich ins echte Leben auswirkt. Das ist ein probates Mittel geworden, ein unfeines probates Mittel, effektiv zwar, aber zum Glück auch illegal, und der Gesetzgeber ist gerade jetzt dabei, die Strafrahmen dafür zu verschärfen. Allerdings, was gibt man auf Strafrahmen aus einer Rechtsordnung, wenn man ohnehin der Meinung ist, dass der Staat ja illegal sei, umgestürzt gehört? Die Bundeswehr solle doch endlich einmal übernehmen, habe Schiffmann an einer Stelle gesagt. Und das ist auch schon der Kern der Kritik, die Schlauchboot-Fan geäußert hat. Doxing, darüber hatten wir ein eigenes Video gemacht. Der nächste Schritt für Schiffmann war dann Jura. Und das ist etwas, gegen das man zunächst aber nichts einwenden kann. Es steht jedem frei im Rechtsstaat, die Gerichte anzurufen oder auch über eine anwaltliche Vertretung die Ansprüche außergerichtlich geltend zu machen. So ist es hier geschehen. Bodo Schiffmann hat eine Anwältin beauftragt, die eine Abmahnung geschickt hat, allerdings nicht an die per Doxing ermittelte Adresse, sondern eine andere, sodass die Abmahnung erst durch Umwege zugegangen ist. Aber es macht keinen Sinn, den Zugang der Abmahnung zu bestreiten. Sie ist ja angekommen und man kann sich also mit den Äußerungen darin auseinandersetzen. Das wollen wir gerne machen. Zunächst einmal ist aber interessant, dass die angekündigte gerichtliche Auseinandersetzung schon mal eine besondere Hürde überwinden muss. Denn Bodo Schiffmann hat gesagt, er befindet sich gar nicht mehr in Deutschland. Er sei ausgewandert nach Afrika. Nicht nur vorübergehend wegen der anhaltenden oder bestehenden Morddrohungen, die ich niemandem wünschen würde, sondern er möchte so lange in Afrika bleiben, den genauen Ort sagt er nicht, bis wieder ein Rechtsstaat in Deutschland vorherrscht. Und da kann man sich dann fragen, was ist dieser Rechtsstaat, den sich Bodo Schiffmann vorstellt, der ihn veranlassen würde, wieder nach Deutschland zurückzukehren? Das heißt, wenn wir Bodo Schiffmann wieder sehen, dann wissen wir, dass der Rechtsstaat wieder da ist. Aber das, was Bodo Schiffmann unter Rechtsstaat versteht, mag durchaus etwas anderes sein, als was die gemeine Mainstream-Definition eines Rechtsstaats ist. Und da ich glaube, dass sich unser Staat in der Richtung, wie sich Herr Schiffmann es vorstellt, so bald nicht verändern wird, haben wir wohl eher einen dauerhaften Aufenthalt außerhalb der Europäischen Union, was es erforderlich macht, dass Herr Schiffmann für eine Klageerhebung zunächst einmal Prozesskostensicherheit nach § 110 ZPO leistet, also die Kosten des Verfahrens, das sind die Gerichtskosten, und die Kosten des gegnerischen Anwalts, also unsere, vorher hinterlegt, bevor eine Klage zugestellt wird. Danach können wir uns mit den Fragen auseinandersetzen, ob die Äußerungen, die da in den Videos von Schlauchboot-Fan getätigt worden sind, rechtswidrig waren oder nicht. Und da gilt wieder das alte Schema, haben wir eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung? Tatsachenbehauptungen sind nicht von der Meinungsfreiheit geschützt, deshalb heißt sie auch Meinungsfreiheit und nicht Redefreiheit. Meinungsäußerungen hingegen sind zulässig, dem Grunde nach, bis sie zu einer Schmähkritik rechtswidrig werden. Also Meinungsäußerungen für sich genommen, unabhängig davon, ob die Meinung schlau oder schlecht oder fundiert ist, sie sind zunächst mal allesamt geschützt, es sei denn, es ergibt sich schon aus der Art der Äußerung selbst die Rechtswidrigkeit. Das ist nicht so ganz einfach abzugrenzen und wir haben immer wieder Schwierigkeiten, diese Grenze zu finden. Jan Böhmermann hat das mit seinem
Gedicht über Erdogan schön illustriert. Das waren Äußerungen, die tatsächlich über die Freiheit der über die Meinungsfreiheit hinausgingen. Nur in allerletzter Minute wurde er über Kunst- und Satirefreiheit gerettet, aber das war wahrscheinlich eher eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich würde man niemandem empfehlen, in dem Sinne Menschen zu beleidigen, wie das jetzt Herr Böhmermann bei Herrn Erdogan getan hat. Aber wie ist es denn hier? Wir haben hier eine Vielzahl von Äußerungen, die wir uns im Einzelnen anschauen können. Die erste Äußerung ist etwa, dass Hirse zum Faschismus führt. Hirse und Hitler führen zum Faschismus und Herr Schiffmann würde auch zum Faschismus führen. Das also soll der Aussagegehalt sein. Und dann wissen wir natürlich, oh, das ist ein Hitler-Vergleich, die sind ja immer mit Vorsicht zu genießen. Muss ich mich mit Hitler vergleichen lassen? Das könnte eine Beleidigung sein. Was aber hat Hirse mit Hitler und Herrn Schiffmann gemeinsam? Wenn ich in einer Reihe mit Hirse verglichen werde mit Hitler, ist das jetzt eine Verballerhornung oder warum soll Hirse zum Faschismus führen? Wurde hier in Wirklichkeit das Getreide beleidigt? Nun, vermutlich hat Herr Schiffmann oder seine Anwältin das Komma hinzugefügt zwischen Hirse Hitler und nicht den Bindestrich gehört, der im Video klar zu vernehmen war, denn es ging nicht um Hirse und Hitler, sondern um Hirse Hitler. Und Hirse Hitler ist nun mal die Bezeichnung für Herrn Attila Hildmann. Herr Attila Hildmann ist aber nicht Hitler. Er wird nur als Hirse Hitler bezeichnet. Das heißt, wir haben hier nicht einen Vergleich von Schiffmann zu Hitler, sondern einen Vergleich zu Schiffmann und Herrn Hildmann. Und das ist eine andere Qualität, durchaus. Auch wenn man Herrn Hildmann mit Hitler vergleichen könnte, aber das wäre ein anderer Rechtsstreit, den Herr Hildmann führen müsste. Es geht also nicht um Hirse, sondern um Hildmann und Schiffmann und dann um die Frage, ob diese Menschen jetzt tatsächlich zum Faschismus führen. Diese Frage kann man sich näher anschauen. Faschismus klingt jetzt erstmal nicht freundlich. Faschismus ist zunächst einmal die mussolinische Bewegung in Italien, aber mittlerweile wird unter Faschismus auch jene radikale Bewegung verstanden, die darauf abzielt, demokratische Strukturen abzulösen. Also, wenn jemand die Demokratie ablösen möchte durch ein anderes, vielleicht auch ein durch Gewalt installiertes System, dann darf man durchaus von einem Faschismus sprechen. Und haben wir das? Wir haben uns das näher angeschaut und geguckt, was denn Herr Schiffmann dazu gesagt hat. Herr Schiffmann sagt nämlich, die größte Armee ist die Polizei, aber dann gibt es noch die Bundeswehr und er hoffe, dass Soldaten einmal Positionen in der Regierung übernehmen würde. Oh, meinte er damit, dass mehr Bundeswehrsoldaten kandidieren sollten für den Bundestag? Das könnte man vielleicht zur Verteidigung anführen, aber es klang nicht wirklich danach, sondern es hörte sich danach an, als sollte unsere Armee die Regierungsgeschäfte übernehmen, die Macht ergreifen. Und das ist jetzt gar nicht so sehr demokratisch. Und an der Stelle kann man tatsächlich sagen, wir haben den nötigen Sachzusammenhang, die Auseinandersetzung zu einer antidemokratischen Bewegung, die man auch als Faschismus bezeichnen könnte. Insofern die Aussage, dass Menschen wie Attila Hildmann und Bodo Schiffmann mit ihren Empfehlungen, das Militär solle die Macht ergreifen, durchaus zum Faschismus führen könnten, wenn sie denn erfolgreich wären damit. Was sind die anderen Äußerungen, die kritisiert werden? Da geht es zum Beispiel darum, dass Schlauchboot-Fan Bodo Schiffmann Verantwortung zuschiebt für Menschenleben. Er sagt, er trägt eine riesige Verantwortung, eine Riesenverantwortung auch für Leute, die sicherlich durch diese Aussagen, durch dieses Aufhetzen bis heute ums Leben gekommen sind und in Zukunft ums Leben kommen werden, weil er jetzt gegen die Impfungen propagiert und das halte ich für äußerst gefährlich. Zunächst einmal die Fragestellung, haben wir Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung? Grammatikalisch kann man sagen, das ist ein Aussagesatz, aber die Wertung, die dahinter steht, ist dem Beweis nicht zugänglich, sondern ist eine Prognoseentscheidung, nämlich ob eine Verantwortung besteht dafür, dass Menschen sterben. Also ein Kausalzusammenhang, ob die Äußerungen zu Tod führen, hängt natürlich immer davon ab, ob man der Meinung ist, dass Menschen zum Beispiel aufgrund von Aussagen sich in ihrem Verhalten, in ihren Impfentscheidungen beeinflussen lassen. Und da hängt natürlich wieder die Frage zusammen, schützen Impfungen vor Gefährdungen, Erkrankungen oder vorm Tod oder auch nicht. Das ist eine Sache, die man tatsächlich bei der Stelle untersuchen kann. Wir gehen im Augenblick davon aus, ganz Mainstreaming, streammäßig,
dass Impfungen vor schwerem Verlauf und Tod schützen können. Sie können auch Tod verursachen und auch schwere Krankheiten. Das ist richtig, völlig unbestritten. Impfungen haben auch Nebenwirkungen, was wir wissen. Allerdings insgesamt sehen wir, dass das Risiko von Impfungen wahrscheinlich niedriger ist, hinsichtlich der Nebenwirkungen zu sterben, als an der Krankheit, vor der sie schützen sollen. Aber das sollen andere Leute weiter problematisieren. Juristisch gesehen ist die Frage, darf man sagen, Bodo Schiffmann ist verantwortlich für den Tod von Menschen? Ja, das darf man, wenn es eine Prognose ist, die einen sachlichen Zusammenhang hat. Denn Bodo Schiffmann sagt, man soll sich nicht impfen lassen. Würde man also dieser Empfehlung folgen und Menschen sich nicht impfen lassen, dann ist die prognostizierte Folge daraus, dass Menschen sterben, nicht von der Hand zu weisen. Sie muss nicht bestätigt werden, aber sie ist als Meinung vertretbar. Sie hat einen sachlichen Zusammenhang. Die nächste Äußerung, die Bodo Schiffmann kritisiert, ist, für mich hört sich das an wie Holocaust-Relativierung. Ja, auch da wieder also die Frage, ist das eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung? Anhand der grammatikalischen Form erkennt man schon, dass es sich hier um eine Meinungseinschätzung handelt. Nämlich etwas hört sich für mich, subjektives Element, wie Holocaust-Relativierung an. Wir haben darüber schon mal ein Video gemacht. Was ist Holocaust-Relativierung? Ist Holocaust-Relativierung das gleiche wie Leugnung? Ist es wahrscheinlich nur eine abgeschwächte Form davon? Es ist alles das, was den Holocaust in seiner grausamen Dimension verkleinert, indem es in Verhältnis setzt zu anderen Sachen. Wenn ich zum Beispiel sage, Holocaust ist so wie Bombenangriffe auf Dresden, so handelt es sich um eine Relativierung, weil man ein Ereignis mit einem anderen ins Verhältnis setzt, obwohl der Unwertgehalt des Holocaust wohl wesentlich höher ist als das andere Referenzereignis. Und wenn jetzt Bodo Schiffmann sagt, dass KZ-Lager für Ungeimpfte gebaut würden, dann macht er einen Bezug zu Konzentrationslagern, somit zum Holocaust. Und das ist von der Dimension wohl nicht vergleichbar, ob man Millionen von Menschen ermordet oder ob man, wie hier behauptet wird, ungeimpfte Menschen kasernieren würden. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jemals stattfindet, beabsichtigt ist oder ob das eine komplette Fake News ist. Selbst wenn es so wäre, dass ungeimpfte Menschen eingesperrt werden würde, wäre es eine Relativierung des Holocaustes, wenn man das als Konzentrationslager behandeln würde. Ungeachtet der Tatsache natürlich, dass die Behauptung, dass KZs für Ungeimpfte gebaut würden, jeglicher Grundlage entbehrt. Nächste Aussage, oder tickst du nicht richtig? Das wurde gesagt und das soll strafbar oder rechtswidrig sein, meint jedenfalls Bodo Schiffmann. Tickst du nicht richtig? Ticken ist eine Meinungsäußerung, spielt an auf mentale Funktionen, unterstellt insofern, und das ist durchaus geeignet, jemanden verächtlich zu machen, dass jemand nicht richtig funktioniert, fehlerhafte Rückschlüsse zieht, Argumentationsketten nicht nachvollziehen oder auflösen kann. In welchem Zusammenhang ist das gefallen? Bei dem Vergleich der Sterblichkeitszahlen von Covid-19 mit einer normalen Grippe. Ja, das ist eine Sache, die schon lange umstritten oder bestritten wird. Es gibt nach wie vor Menschen, die sagen, es sterben genauso viele Leute an Grippe wie an Covid-19. Statistisch ist das längst widerlegt. Kann man jetzt jemanden, der das nicht glauben oder annehmen will, sagen, er ticke nicht richtig? Es ist eine Meinungsäußerung. Wenn ich sage, jemand, der den anerkannten Stand der Wissenschaft leugnet, dem zu unterstellen, er ticke nicht richtig, der hat eigentlich schon eine recht freundliche Formulierung dafür erhalten. Und dann gab es die Äußerung zum Oberhetzer. Tatsächlich haben wir an der Stelle überlegt, ist die Bezeichnung als Oberhetzer von der Meinungsfreiheit gedeckt? Wir haben zunächst einmal die Abwägung, die Abgrenzung, Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung. Wir haben hier eine Meinungsäußerung. Die Frage ist aber, ob sie schon eine Schmähkritik darstellt. Der Begriff Oberhetzer ist sicherlich nicht freundlich. Die Frage auch hier ist aber, gibt es einen Sachzusammenhang? Zunächst einmal muss man Ober- und Hetzer voneinander trennen. Also Hetzer ist ein Mensch, der aufstachelt zu Hass oder negativen Gefühlen. Das ist ein Begriff, der im Gesetz vorkommt, 130 StGB, die Volksverhetzung. Der Täter einer Volksverhetzung kann eben auch als Hetzer bezeichnet werden. Insofern haben wir da einen juristischen Anknüpfungspunkt. Und derjenige, der also aufstachelt zu Hass gegen Teile der Bevölkerung, der darf auch mit Fug und Recht als Hetzer bezeichnet werden. Die Frage ist,
braucht es dafür eine rechtskräftige Verurteilung oder ist es der Parallelwertung der Laiensphäre zugänglich und somit der Meinungsfreiheit, wenn ich jemanden mit einem Terminus bedenke, der auch eine juristische Bedeutung haben kann. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen bei Begriffen, die so eins zu eins im Gesetz verwendet werden, wie Mörder oder Betrüger, wo sozusagen der Mörder auch als Tatbestandsmerkmal für den 211 StGB herangezogen wird. Der Hetzer hingegen wird nicht als Täter im 130 StGB genannt, aber man hat eine Anleihe, man hat einen Anknüpfungspunkt, um den Begriff der Hetze mit Leben zu erfüllen. Ist Bodo Schiffmann also ein Hetzer? Und wenn ja, kann man ihn dann auch als Oberhetzer bezeichnen? Nehmen wir den zweiten Teil erstmal voraus. Ober ist meistens eine Steigerungsform. Das ist etwas, was man wohl anbringen kann, wenn man eine besondere Führungsrolle in einer Funktion oder Eigenschaft übernimmt. Dann ist das die Steigerung, der Komparativ zum normalen Hetzer. Aber ist Hetzen etwas, was man Bodo Schiffmann unterstellen darf? Nun, da wird man ziemlich viele Beispiele finden, die wir da auch schon zusammengetragen haben für das gerichtliche Verfahren. Bodo Schiffmann hetzt, indem er aufstachelt zum Hass gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen, insbesondere Politikergruppen, gegenüber dem Establishment, wie er es vielleicht nennt, oder der Regierung. Er ruft dazu auf, die Regierung umzustoßen, die Macht zu ergreifen, das hatten wir eben schon, aber natürlich auch Menschen zu kritisieren, die eine andere Meinung vertreten als er selbst. Dieses Ausgrenzende, das ist das besondere Element der Hetzer. Deswegen sind wir hier zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bezeichnung von Herrn Schiffmann als Oberhetzer zulässig ist. Es sei tatsächlich gewarnt, das ist keine Bezeichnung, die man in jedem Zusammenhang gegenüber jedem sagen kann. Jetzt könnte man sagen, na dann sind Sie ja auch ein Oberhetzer, weil Sie ja sozusagen zum Hass gegen Bodo Schiffmann aufstacheln. Und tatsächlich, das ist eine Frage, die man sich auch durchaus stellen kann. Ist der Sachzusammenhang nur dann gerechtfertigt, wenn er argumentativ nachvollziehbar ist? Oder reicht es schon aus, dass man eine Auseinandersetzung hat, dass ein Mensch, der einen anderen kritisiert, als Hetzer bezeichnet werden kann? Oder braucht es dafür eine besondere Qualität? Nun, das überlassen wir tatsächlich den Gerichten, ob man jeden, der im politischen Diskurs steht, als Hetzer bezeichnen darf oder ob wir die besonderen Tatbestandsmerkmale des 130 haben, nämlich das Aufstacheln zum Hass ohne sachliche Rechtfertigung oder aufgrund der bloßen Zugehörigkeit zu einem Teil der Bevölkerung. Wir sehen da einige Anhaltspunkte dafür, dass das, was Bodo Schiffmann in der Vergangenheit betrieben hat, auch den Straftatbestand des 130 StGB erfüllen könnte. Ermittlungen dazu laufen vermutlich, wie viele andere auch. Aber wenn ich mir die Videos anschaue, in denen er über Berufsgruppen oder Politikergruppen spricht, dann sehen wir schon die deutliche Tendenz, um Emotionen bei den Zuhörern zu erzeugen, und zwar Emotionen des Hasses. Und deshalb sehen wir die Bezeichnung als Hetzer für gerechtfertigt in diesem besonderen Einzelfall. Eine weitere Äußerung lautet: Bodo Schiffmann, der Populist und Brandbeschleuniger der radikalen Szene, der radikalisierte Schwindelarzt. Diese Äußerung wurde beanstandet, ohne nähere Begründung, was von diesem Satz jetzt die rechtswidrige Äußerung sein soll. Schwindelarzt sicherlich nicht. Das klingt erstmal lustig, wird immer wieder von den Medien aufgenommen. Er betreibt eine Schwindelambulanz, weil das gerade sein Spezialgebiet als Hals-Nasen-Ohren-Arzt war, als er noch als Arzt praktiziert hatte. Schauen wir es uns trotzdem an. Populist und Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger ist jetzt zunächst einmal eine Metapher, also eine Allegorie. Brandbeschleunigung wäre ja normalerweise ein brennbarer Stoff, der einen bestehenden Brand beschleunigt, zum Beispiel Benzin wäre das. Und Brandbeschleuniger ist im Zuge dieser Diskussion derjenige, der zum Beispiel eine Unzufriedenheit, eine Bewegung verstärkt. Da könnte man fast sagen, das ist für sich genommen durchaus neutral. Man könnte sogar sagen, jemand ist ein Brandbeschleuniger für eine Demokratisierungsbewegung. So sieht sich vielleicht sogar Bodo Schiffmann selbst. Das für sich genommen ist keine rechtswidrige Schmähkritik. Populist, nun, Populist ist von Haus aus erst einmal eher neutral, denn Populist bedeutet von Populus, das Volk, lateinisch, erst einmal jemand, der beliebt ist beim Volk. Also zu sagen, deine Äußerung ist populistisch, ist zwar nicht wertschätzend gemeint, aber sagt nur aus, du vertrittst eine Meinung, die dem Volk gefallen könnte, obwohl sie vielleicht nicht auf einer fundierten Analyse beruht. Aber radikale Szene, das wiederum
ist ein Aspekt, über den man streiten kann. Immer wieder geht es ja um die Frage, sind denn Querdenker eigentlich radikal, insbesondere rechtsradikal? Rechts wurde hier nicht benannt, sondern Radikalisierung, das heißt eine Entfernung von einer Mitte. Und ich glaube, das ist gerade das Programm, alles außer Mainstream will ja gerade radikal sein. Und zur radikalen Szene kann man sicherlich Personen wie Attila Hildmann zählen und mit denen hat sich Bodo Schiffmann sicherlich auch gemein gemacht, wenn er auf der Bühne steht und sagt, der Mann hat recht. Und wenn man sozusagen den einen radikal bezeichnet und der andere übernimmt diesen Position, dann ist es wahrscheinlich auch gerechtfertigt, den anderen ebenfalls als Teil einer radikalen Szene anzusehen. Das muss eben nicht die rechtsradikale Szene sein. Radikalität kann auch darin bestehen, dass man zum Beispiel die Geltung des Rechtssystems ablehnt oder rundheraus jegliche Aktivitäten der demokratischen Regierung ablehnt. Auch das dürfte man als radikal bezeichnen. Die Frage der Zulässigkeit stellt sich an der Stelle gar nicht, weil wir schon gar keine Schmähkritik haben, gar keinen Ansatzpunkt. Wir sind hier quasi schon bei der Frage, wo ist der sachliche Zusammenhang, obwohl wir schon früher in der Prüfung hätten aussteigen können, nämlich bei dem Fehlen einer Formalbeleidigung. Jetzt könnte man eigentlich sagen, die Rechtslage ist ja ziemlich eindeutig. Die allermeisten der Äußerungen sind ganz offenkundig zulässig. Die anderen Äußerungen sind vielleicht einer näheren Prüfung zugänglich. Wir kommen aber auch da ganz objektiv zu dem Ergebnis, dass wir unserem Mandanten nicht empfohlen haben, diesbezüglich eine Unterlassungserklärung abzugeben. Und zwar nicht aus Prinzip, sondern tatsächlich, weil eine rechtliche Verpflichtung nach unserer Einschätzung hier nicht besteht. Solche Abmahnungen, selbst wenn sie unbegründet sind, haben gleichwohl ihren Effekt. Leute denken sich ganz häufig, eine Abmahnung ist erstmal was Unangenehmes, damit muss man sich auseinandersetzen. Es kostet Geld, denn selbst wenn man sich gegen eine unberechtigte Abmahnung verteidigt und sich beraten lässt, kriegt man die dabei entstehenden Kosten typischerweise nicht vom Gegner erstattet. Selbst wenn man vor Gericht geht, kann es einem leicht passieren, dass dadurch ein zusätzlicher Aufwand entsteht. Und das ist eine Strategie, die man wählen kann, dass man selbst mit einem unbegründeten Anspruch Druck ausübt, zum Beispiel auf Andersdenkende, um sie dazu zu bringen, sich nächstes Mal zu überlegen, ob man etwas Kritisches sagt, um sie mundtot zu machen. Wir sehen das auch beim Volksverpetzer, wenn ein Rechtsanwalt dort gegen eine Presse veröffentlicht vorgeht. Selbst wenn das Gericht dabei sagt, dass schon der Antrag in seiner Art der Formulierung unzulässig ist, bindet es zunächst einmal Ressourcen und auch Mittel und lenkt von den eigentlichen Auseinandersetzungen ab. Deshalb ist das bedauerlich, aber es ist gleichwohl natürlich zulässig, dass man im Rechtsstaat rechtliche Mittel ergreift und Abmahnungen ausspricht oder Klagen erhebt. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wir freuen uns auf die Auseinandersetzung, weil die Fragestellungen, auf die wir uns jetzt hier auch vorbereitet haben, durchaus spannend sind. Wir würden gerne vor Gericht erklären oder erklärt bekommen von Herrn Schiffmann, warum er der Meinung ist, er sei nicht radikal oder auch nicht extrem und würde auch den Faschismus ablehnen mit allem, was dazugehört und wie in diesem Kontext dann seine Äußerungen zu betrachten sind. Mal sehen, ob wir das vor Gericht noch erleben werden.